Es war schon eine Sache, die ist eigentlich von extrem vielen Zahnärzten empfohlen worden. Mein Name ist Stefan Fickel, ich bin Zahnarzt und Wissenschaftler, ich bin Professor an der Universität in Würzburg und ich halte viele Vorträge und denke mir jedes Mal, die ganzen Sachen, die wären doch viel wichtiger, dass der Patient die erfährt. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und genau dieses Wissen möchte ich mit Ihnen teilen. Ja, was ist die beste Zahnpasta? Ich meine, wir alle stehen vor den Drogeriemärkten und Regalen und es sind unendlich viele Zahnpasten. Die eine verspricht, dass sie die Zähne weißer macht, die andere verspricht, dass sie vielleicht weniger Zahnstein oder Ähnliches macht. Nun, man muss ganz ehrlich sagen, das sind wahrscheinlich alles kleine Nebeneffekte. Der wichtigste Effekt ist Fluorid. Und Fluorid, das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, ja, das ist ein ganz bestimmtes Salz. Ja, und dieses Salz ist in der Lage, Ihren Zahnschmelz zu stärken. Das wissen wir aus über 300 wissenschaftlichen Studien, auch Langzeitstudien, ja, dass sich das Fluorid in den Zahnschmelz einlagert und den wirklich resistenter gegen Karies macht. Karies ist eine Erkrankung, wo praktisch Bakterien über Säure ein Loch im Zahn machen. Also könnte man sagen, Zahnputztechnik, ja, werden wir drauf kommen, aber fast noch wichtiger ist die Zahnpasta und die muss Fluorid enthalten und darauf sollten Sie schauen. Ja, ist Fluorid denn überhaupt gesund? Viele haben Angst und haben dann die Vorahnung, dass das vielleicht giftig ist für den Körper. Nur man muss ganz ehrlich sagen, Fluorid ist ein Salz und auf keinen Fall zu verwechseln mit einem giftigen Gas, das so ähnlich heißt, Fluor. Ja, Fluorid wird teilweise in Ländern dem Trinkwasser zugegeben und ja, manche Gremien sagen sogar, dass die Giftigkeit oder die Gefährlichkeit von Fluorid unter dem von Kochsalz liegt. Fluorid wird eigentlich in einer sehr, sehr, sehr geringen Dosis zugegeben, also man spricht von 1000 ppm, also parts per million, ja, also ein sehr geringer Anteil und schon in dieser geringen Dosierung hat es einen sehr hohen Effekt eigentlich auf die Oberfläche. Was wir heute wissen, die Nebenwirkungen sind sehr gering, sind nicht vorhanden. Es gibt eine Fluorose, das ist von zu viel Fluorid auf den Zahnoberflächen. Da gibt es leicht weißliche oder gelbliche Flecken, ja, aber eben sehr selten. Bis man so die erste kritische Fluoridmenge erreicht, müsste man wahrscheinlich 3 Packungen Zahnpasta essen. Und ich bin mir nicht sicher, ob da nicht eher der Weg auf die Toilette vorher passiert, ja, als dass man dann eine Vergiftung durch Chlorid oder Ähnliches kriegt. Ich glaube, jeder kennt es und jeder hat Angst, wenn er zu seinem Zahnarzt geht, wenn er einen fragt, nehmen Sie Zahnseide? Und man dann sagen muss, ich habe es jetzt mal die letzten 2-3 Tage vor dem Termin wieder genommen. Ich sage es Ihnen ehrlich, ich bin auch nicht wirklich warm geworden. Es war schon eine Sache, die ist eigentlich von extrem vielen Zahnärzten empfohlen worden. Insbesondere so die alte Generation, da war Zahnseide das Wichtigste, um die Zahnzwischenräume sauber zu machen. Das macht ja auch Sinn. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Zahnbürste. Mit der Bürste putzen Sie die glatten Flächen und mit der Zahnseide gehen Sie in die Stellen zwischen den Zähnen. Heute weiß man, ein Stoff hat vieles verändert. Und was könnte das sein? Das ist Fluorid. Fluorid wirkt auch dort, wo vielleicht die Zahnbürste nicht perfekt hinkommt. Und man könnte heute sagen, wenn Sie nicht mit einer Zahnpasta putzen, die kein Fluorid enthält, dann können Sie wahrscheinlich auf Zahnseide verzichten. Gute Nachrichten für alle Zahnseidehasser.